Schön, dass so viele gekommen sind. Bei so einem schönen Sommertag hier die Zeit im Keller zu verbringen, ist ja eine große Aufopferung. Im Gegenzug werde ich euch also ganz viel über den Weltraum beibringen. Und zwar machen wir das heute so, wir werden in der ersten Hälfte der Führung hier in dem Raum über die wichtigsten Dinge aus dem Weltraum sprechen. Also Sonnensysteme, Galaxien, schwarze Löcher und so. Und dann gehen wir ins Planetarium und gucken uns die Sterne an. Die Führung heißt allgemeine Führung, weil wir so einen Überblick über alles so ein bisschen kriegen. Also so, dass wir danach uns mit Fug und Recht als Weltraumexperten bezeichnen können, aber nicht in einem spezifischen Thema. Wenn jemand eine Frage hat während der Führung, immer raus damit. Das Ziel ist ja, dass danach alle Experten sind. Ich stelle zwischendurch auch ein paar Fragen. Wenn ihr die Antwort nicht wisst, macht nichts. Wie würdet ihr denn das euer astronomisches Vorwissen einschätzen? Sollen wir lieber so bei Null anfangen oder? Ja. Oder so bei Albert Einstein Niveau geht auch. Schauen wir mal. Also ich habe die Führung so aufgeteilt, wir sprechen über unser Sonnensystem, quasi ganz lokalpatriotisch, bewegen uns dann in den Rest des Universums und reden vor allem über Galaxien und dann sprechen wir noch über so ein paar astronomische Details, wie zum Beispiel schwarze Löcher. Also fangen wir mal bodenständig im Sonnensystem an. Das Foto hat wahrscheinlich jeder so oder so in der Art schon mal gesehen. Das ist kein echtes Foto vom Sonnensystem, denn um die Aufnahme in echt zu machen, müsste man wahrscheinlich ein paar tausend Jahre erstmal fliegen. Dann hätte man den Ausblick. Denn wir befinden uns auf der Erde, sind also so ein bisschen gefangen auf diesem Planeten und beobachten von der Erde aus den Weltraum. Wir sehen, im Sonnensystem gibt es 8 Planeten. Die kennt ihr bestimmt alle. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Pluto ist kein Planet mehr. Warum nicht? Zu klein. Genau, ne, darauf kann man es runterbrechen. Die ganze Sache war viel emotionaler, als das jetzt anklingt. Ich zeige mal ein Bild von Pluto, das ist Pluto. Das Bild hat man 2016 gemacht. Da ist nämlich die Sonde New Horizons dort vorbeigeflogen. Das war 10 Jahre, nachdem man ihm den Planetenstatus aberkannt hatte. Das heißt, das Forschungsinteresse ist nach wie vor vorhanden. Nichtsdestotrotz hat man ihn eben 2006 rausgemobbt. War ziemlich gemein, denn Pluto war mehr als 70 Jahre lang ein Planet. Und dann hat man ihn rausgeworfen, weil man hinter Pluto noch andere Planeten entdeckt hat. Vor allem Eris, der war genauso klein. Dann stand man vor der schwierigen Wahl, entweder Eris als 10. Planeten dazunehmen oder Eris nicht dazunehmen, weil er zu klein ist. Aber da musste man ja auch Pluto rauswerfen. Hat man sich mit einer ganz knappen Mehrheit, so Brexit-mäßig so ein bisschen, mit 51% haben die Wissenschaftler der Internationalen Astronomischen Union sich dafür entschieden, Pluto rauszuwerfen. Da gab dann Proteststürme, Fanclubs wurden gegründet für Pluto. Aber es hat keinen Zweck, ne? Weil man vermutet, dass es von der Sorte Objekt, also von der Größe, 200 Stück im Sonnensystem gibt. Also wer Pluto wieder zum Planeten machen will, will die alle zu Planeten machen. Und ich würde sagen, das ist ein bisschen inflationär. Ja, was ist Pluto jetzt, wenn er kein Planet mehr ist? Zweckplanet. Genau. Das Wort gab es vorher noch gar nicht. Man hat gesagt, Pluto ist kein Planet mehr, aber was ist er dann? Eigentlich hätte man ihn zum Asteroiden machen müssen. Asteroid ist jeder Stein, der im Weltraum rumfliegt. Das hat man dann doch nicht übers Herz gebracht. Dafür war die Pluto-Lobby noch ein bisschen zu stark. Die haben dann gesagt, okay, dann erfinden wir wenigstens ein neues Wort. Zwergplanet. Ja, falls man Pluto-Hardcore-Fan ist, kann man nach Illinois ziehen. Dort wurde per Gesetz beschlossen, dass Pluto weiterhin ein Planet ist. Weil der Entdecker von Pluto kommt aus Illinois. Das heißt, das ist das einzige Refugium. So, also so viel nur dazu. Deswegen ist er hier auch nicht dabei, weil hier nur die Planeten aufgelistet werden. Diese 8 Planeten sind hier nicht maßstabsgetreu dargestellt. In Wahrheit verhält sich das eher so. Ich habe leider diesen Balken so ein bisschen doof platziert, deswegen sieht man jetzt Merkur und Mars nicht mehr. Die sind noch kleiner. Also wir sehen, die inneren Planeten, die Gesteinsplaneten, sind wesentlich kleiner als die äußeren Planeten, wie die Gasplaneten. Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem, auch der schwerste. Der wiegt nämlich doppelt so viel wie alle anderen Planeten zusammen. Also ein richtiges Schwergewicht. Trotzdem nichts im Vergleich zur Sonne. Die Sonne macht nämlich 99% der Masse des Sonnensystems aus. 99%. Apropos Sonne, da ist sie. Wie könnte man die Sonne in einem Satz beschreiben? Heiß. Heiß? Ist kein Satz, aber stimmt. Feuerball. Ja. Atomkraftwerk ist gut, ja. Also die Sonne ist im Prinzip erstmal ein Stern. Die Leute früher haben das nicht so ganz kapiert, die dachten, Sterne sind so ominöse, leuchtende Punkte. Und die Sonne ist was ganz Besonderes, dachten die. Fast jede Kultur hat die Sonne zu irgendeiner Gottheit erhoben.
Heute weiß man, die Sonne ist ein ganz normaler Stern, sogar ein sehr unterdurchschnittlicher. Wir werden gleich im Planetarium Sterne sehen. Da passt die Sonne 10.000 Mal rein. Also erste wichtige Erkenntnis, die Sonne ist ein kleiner Stern. Und jeder Stern ist, wie Sie schon angedeutet haben, so eine Art Fusionsreaktor. Das heißt, da drin wird Wasserstoff zu Helium fusioniert. Dadurch entsteht die Energie. Was passiert, wenn der Wasserstoff alle ist? Ja, klingt unspektakulärer. Genau, sie wird nämlich riesig groß werden. Die versucht dann nämlich, die nächst schwereren Elemente zu verbrennen. Das nennt man Schalenbrennen. Und dabei wird die immer größer. Das wird dazu führen, dass die Sonne Merkur und Venus komplett verschlingen wird. Vielleicht auch die Erde. Also man ist sich nicht sicher, ob sie kurz vor der Erde oder kurz hinter der Erde stoppt. Ist egal. Die Erde wird so oder so komplett verbrennen. Das ist in 5 Milliarden Jahren der Fall. Wir müssen uns jetzt nicht übermäßig stressen, aber in 5 Milliarden Jahren ist das Leben auf der Erde auf jeden Fall vorbei. Vielleicht werden dann noch so ein paar Gesetze dagegen erlassen oder so, wird nichts bringen. Die Erde wird in 5 Milliarden Jahren schmelzen. Was könnten die Menschen machen, um zu überleben? Auswandern. Genau, wenn die Erde schmilzt, muss man abhauen. Fragen Sie nur, wohin? Also Merkur und Venus können wir schon mal knicken. Also eher in die andere Richtung. Mars kommt da erstmal. Ich kann schon mal vorwegnehmen, genau, wenn die Sonne so groß wird, wird man auch auf Mars verbrennen. Vorher allerdings ist es eine gute Option für die Menschheit. Es gibt ja schon so Pläne, auf Mars Siedlungen zu bauen. Bisher war noch nie ein Mensch auf Mars, muss man dazu sagen, nur Roboter. Hier sieht man, wie es auf Mars aussieht. Das ist kein echtes Bild, sieht man schon an den beiden Männlein da. Man will so in den nächsten 10 Jahren den ersten Menschen zum Mars schicken. Mal schauen, ob es klappt oder nicht. Man hatte das im Rahmen des Apollo-Programms, also der Mondlandungsprogramme der Amerikaner, schon für die 80er Jahre geplant. Aber da war das irgendwie zu teuer und da hat man gesagt, nee, doch nicht. Aber jetzt soll es irgendwann passieren. Warum ist man überhaupt so interessiert an Mars? Also warum könnte man da vielleicht leben? Wasser gefunden. Man hat so Rückstände von Wasser gefunden, genau. Und gefrorenes Wasser gibt es zuhauf. Also Mars hat am Norden, am Südpol eine Menge Eis. Ist auch schon mal gut. Und warum ist der so rot? Der ist verrostet. Kannst du auch sagen, oder was? Aber so sagen. Der ist verrostet. Das heißt, der Boden besteht ein bisschen aus Metall und es gab scheinbar mal unfassbar viel Wasser, sonst wäre er nicht verrostet. Also spricht viel dafür, dass Mars früher aussah wie die Erde. Und dann muss irgendeine Katastrophe passiert sein. Das ganze Wasser ist verdunstet, Mars ist verrostet und heute ist eine riesige Wüste. Das heißt, es liegt eine Menge Arbeit vor uns, wenn wir da leben wollen. Aber ich glaube, dass es möglich ist. Also in 100 Jahren wird es bestimmt die erste Siedlung auf Mars geben. Mal schauen. Ja, aber wie gesagt, für unser Sonnenproblem hilft uns das nicht so richtig. Da müssen wir noch weiter weg. Da kommen ja dann die Gasplaneten. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Wie der Name schon sagt, Gasplaneten, darauf kann man noch nicht mal stehen. Also kann man auch nicht drauf leben. Und wer mit seinem Raumschiff auf Saturn landet, dem passiert dasselbe, wie wenn man aus einem Flugzeug auf eine Wolke springt. Das ist auch doof, da fährt man auch einfach durch. Also keine Chance. Die haben allerdings Monde. Wie viele Monde hat Saturn? Hier sieht man, das ist ein echtes Foto von der Voyager-Sonde aufgenommen. Hier sieht man ganz viele Monde. Und einer wirft sogar so einen schönen Schatten auf Saturn. 40 oder so. Das war noch ein bisschen zu pessimistisch. 62 Monde hat er. Jupiter hat sogar 79. Da hat man vor ein paar Wochen neue entdeckt. Es werden immer noch weitere dazukommen. Viele verstecken sich in den Ringen oder sind so klein, dass man sie noch nicht kennt. Unfassbar viele Monde. Die Monde sind aus Stein, auf denen könnte man stehen. Und es gibt sogar ein paar Monde, wo es flüssiges Wasser gibt. Das nennt man Kryovulkanismus, Eisvulkane. Da kommt heißes Wasser an der Oberfläche rausgespritzt. Das wäre eine Option für die Menschheit, aber auf so einen Mond passen natürlich nicht besonders viele. Es gibt genug, ja stimmt, aber leider sind die meisten ziemlich ungemütlich. Und selbst die Kryomonde mit dem Vulkanismus, also ob ich da jetzt unbedingt leben wollte, weiß ich auch nicht. Aber ja, das könnte so eine Art Zwischenstopp sein, wenn man weiter hinaus will. Und mit weiter hinaus meine ich aus dem Sonnensystem. Denn auf Pluto kann man auch nicht leben. Ne? Ist ja klar, der ist so weit weg, da würde man locker erfrieren. Also muss man spätestens in 5 Milliarden Jahren das Sonnensystem komplett verlassen. Dafür schauen wir uns mal das hier an. Was ist das? Oder was soll das sein? Unsere Galaxie wahrscheinlich. Genau, das soll unsere Galaxie sein. Warum ist das nicht unsere Galaxie? Weil es gibt gar keine Fotos von unserer Galaxie, weil wir sind da drin. Unsere Galaxie nennt man Milchstraße und wir sind am Rand der Milchstraße. Wir sind, da ist unser Sonnensystem. Ne? Wir sind ganz am Rand. Wir sind selbst in unserer eigenen Galaxie voll unwichtig.
Und man muss sich mal vorstellen, der Kontrast zu den Ansichten früher. Früher dachte man, die Erde wäre im Mittelpunkt des Universums. Heute weiß man, die Erde ist noch nicht mal im Mittelpunkt des Sonnensystems. Und unser Sonnensystem ist eines von vielen in der Milchstraße. Die Milchstraße besteht nämlich aus 200 Milliarden Sternen. Und die Sonne ist einer davon. Und fast jeder Stern hat wie die Sonne auch Planeten. Also können wir sagen, 200 Milliarden Sonnensysteme. Man schätzt so, dass jeder Stern im Durchschnitt 2 Planeten hat, dann wären wir bei 400 Milliarden Planeten. Gibt es da wohl irgendwo noch Leben? Möglich, ne? Wahrscheinlich so. Ja, wahrscheinlich. Denn dass es auf 400 Milliarden Planeten kein Leben gibt, nur auf der Erde, das wäre irgendwie ein bisschen seltsam. Das ist nicht unmöglich, aber es wäre komisch. Wir werden gleich noch sehen, dass die Milchstraße nicht die einzige Galaxie ist. Der Weltraum ist auch noch voll mit Galaxien. Ich zeige mal ein paar weitere Galaxien. Das ist das sogenannte Hubble Deep Field. Das Hubble-Teleskop fliegt um die Erde in so einem Satelliten und hat einfach mal richtig weit reingezoomt und abgedrückt und das kam raus. Zuerst denkt man, oh, das ist ein schöner Sternenhimmel, aber jeder Punkt auf diesem Bild ist eine andere Galaxie. Das heißt, jeder Punkt sind Milliarden Sterne. Selbst wenn es in der Milchstraße kein Leben gibt, irgendwo dort muss es noch Leben geben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Leute, die behaupten, dass sie mal ein UFO gesehen haben auf der Erde. Ist auch Quatsch. Wahrscheinlich. Denn die Milchstraße ist ja gigantisch groß. Wenn wir uns mal vorstellen, irgendwo in unserer Nähe leben Aliens. Die sehen genauso aus wie in Hollywood und die haben UFOs. Warum auch immer. Jetzt wollen die zu uns fliegen. Wenn die so schnell wären wie wir, mit unseren Raumschiffen, dann bräuchten die mehrere Millionen Jahre dafür. Jetzt kann man sagen, ja, aber Aliens sind super schlau, die fliegen mit Lichtgeschwindigkeit. Das ist das Schnellste, was es gibt. Mit Lichtgeschwindigkeit wäre man in 2 Sekunden auf dem Mond. Das ist ja schon gut. Aber selbst mit Lichtgeschwindigkeit bräuchte man einmal durch die Milchstraße 100.000 Jahre. So groß ist die. Deswegen, wenn das Thema bei der nächsten Party so als Smalltalk aufploppt, würde ich sagen, es gibt bestimmt Aliens, aber sie kommen uns nicht besuchen. Ich glaube, das klingt immer ganz seriös. Ja, jetzt wissen wir also, wir leben in einer riesigen Galaxie. Die Sonne ist einer von Milliarden Sternen. Jetzt fragt sich nur, was hat es mit diesem komischen weißen Streifen auf sich, den man nachts am Himmel sieht? Das ist ja das, was man Milchstraße nennt. Ich habe mal so ein kleines Video rausgesucht. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Also so sieht man es ja in einer richtig klaren Nacht von der Erde. Die alten Griechen dachten, dass das die Muttermilch der Göttin Hera ist, die an den Himmel gespritzt ist. Ist ein bisschen komisch. Aber wenn man da reinfliegt, sieht man, das sind alles kleine und auch große Sterne. Jeder Punkt hier ist ein Sonnensystem, wie unseres. Und zwischen den Sonnensystemen liegen Lichtjahre. Und so weiter. Ne? Also das Prinzip ist, glaube ich, klar. Das heißt, eigentlich ist der gesamte Himmel die Milchstraße. Das ist nur ein Teil mit mehr Sternen. Wenn man das nächste Mal so ein romantisches Treffen oder so draußen auf dem Feld hat und dann nach oben zeigt und sagt, guck mal, da ist die Milchstraße, outet man sich also sofort als Amateur. Denn in Wahrheit müsste man auf den weißen Streifen zeigen und sagen, guck mal, da ist der nächste Spiralarm in Richtung Zentrum der Galaxie oder so. Dann ist natürlich auch die Romantik so ein bisschen futsch, ne? Aber korrekt ist es. Das heißt, alles, was wir sehen, ist die Milchstraße. Wir sind gerade in der Milchstraße drin. So, so weit, so gut. Vielleicht haben es einige mitbekommen. Vor ein paar Monaten hat man das erste Foto vom Schwarzen Loch veröffentlicht oder von einem Schwarzen Loch. Man hat nämlich herausgefunden, dass sich in der Mitte von jeder Galaxie ein schwarzes Loch befindet. Schwarze Löcher haben so ein bisschen so einen schlechten Ruf, so als die Bösewichte des Universums, weil die alles einsaugen. Aber die sind sehr wichtig, denn wenn es in der Mitte von jeder Galaxie kein schwarzes Loch gäbe, würden die Galaxien einfach auseinanderfliegen. Kann jemand beschreiben, wie so ein schwarzes Loch funktioniert? Ich zeige mal ein Bild von einem. Das ist leider nicht das echte Bild, ich muss die Führung mal aktualisieren, aber so ungefähr sieht das Ganze aus. Ein schwarzes Loch ist im Prinzip kein Loch, wo man reinfällt, sondern es ist ein sehr schwerer kleiner Punkt. Ein schwarzes Loch ist nämlich eine sogenannte Singularität, das heißt, das ist noch nicht mal ein Millimeter groß. Kleiner als ein Millimeter, aber mindestens 100 Mal schwerer als die Sonne. Das ist ein schwarzes Loch. Und dementsprechend hat ein schwarzes Loch eine richtig krasse Schwerkraft. Schwerkraft heißt ja einfach, je schwerer ein Objekt ist, desto größer ist die Anziehungskraft. Die Erde ist viel schwerer als wir, deswegen kleben wir auf dem Boden.
Und wenn ein Objekt 100-mal schwerer als die Sonne ist, aber so klein wie ein Staubkorn, dann ist die Anziehungskraft natürlich massiv. Und deswegen werden Sterne reingesogen, Planeten und sogar das Licht. Deswegen heißt es schwarzes Loch, weil da ist einfach kein Licht mehr. Mehr ist es nicht. Wenn man ins schwarze Loch fliegt, hat noch keiner gemacht, ne? Passieren sehr unangenehme Dinge wahrscheinlich. Man wird nämlich spaghettisiert. Man wird in die Länge gestreckt. Denn man muss ja mit irgendeinem Teil zuerst ins schwarze Loch fliegen. Wenn zum Beispiel mein Arm zuerst das schwarze Loch berührt, dann wird er eine Millisekunde vor dem Rest des Körpers weggezogen. Und auf einmal wäre ich 10 Kilometer groß und dementsprechend dünn. Deswegen Spaghettisierung. Den Ausdruck hat der Wissenschaftler Stephen Hawking geprägt. Das heißt, es ist ein wissenschaftlicher Fachbegriff. Wenn man dann komplett im schwarzen Loch drin ist, wird man halt einfach zerquetscht und ist selber so klein. Je mehr das schwarze Loch aufsaugt, desto schwerer wird es. Und desto weiter bewegt sich sein Einzugsbereich nach außen. Das schwarze Loch selber bleibt aber weiterhin so klein. Ja, es passiert noch eine interessante Sache im schwarzen Loch. Man macht nämlich eine Zeitreise. Und zwar ist es so, wenn ein Objekt schwer genug ist, dann krümmt die Schwerkraft sogar die Zeit. Können wir Menschen uns schwer vorstellen, denn wir sehen die Zeit ja nicht. Wir können zwar auf die Uhr gucken, aber wir sehen die Zeit nicht. Obwohl die Zeit gerade hier im Raum ist. Können Sie die Zeit vorstellen wie so ein unsichtbares Trampolin? Je schwerer man ist, desto eine tiefere Delle macht man in die Zeit. Wir sind alle sehr leicht, ne? Selbst der dickste Mensch der Erde wäre nicht schwer genug, um die Zeit zu dehnen. Das wäre auch fatal, dann würde der die ganze Zeit in die Zukunft reisen. Sondern man müsste schon wesentlich schwerer als die Erde sein. Dann macht man eine Zeitreise. Und da das schwarze Loch richtig, richtig schwer ist, könnte man annehmen, dass zum Beispiel 5 Sekunden im schwarzen Loch mehrere Jahre auf der Erde wären. Ich weiß nicht, ob jemand den Film Interstellar gesehen hat. Da sieht man das ganz gut. Da sind die auf einem Planeten, der das schwarze Loch umkreist und ein paar Minuten da sind, also Jahre auf der Erde. Und das wäre auch in echt so. Ne? Also Zeitreisen sind auf jeden Fall möglich. Gab es schon mal Menschen, die in der Zeit gereist sind? Wir alle, denn unser ganzes Leben ist ja eine Reise in die Zukunft. Jede Sekunde, die vergeht, ist eine Reise in die Zukunft. Wer schon mal versucht hat, die Zeit anzuhalten oder sich gedacht hat, oh, ich möchte nochmal zurück und den Mathe-Test wiederholen oder so, geht nicht. Wir reisen gezwungenermaßen in die Zukunft. Das ist schon der Beweis, dass es geht. Und mit genügend Schwerkraft kann man eben noch schneller in die Zukunft. In die Vergangenheit reisen, andersrum, ist sehr wahrscheinlich unmöglich. Wahrscheinlich haben einige von euch Zurück in die Zukunft gesehen. Wird das sehr anschaulich erklärt. Der reist ja zurück in die Vergangenheit und bringt fast seine Eltern auseinander. Was ja dazu führen würde, dass er nie geboren wird. Also solche unlogischen Dinge könnten dann passieren. Deswegen kann man sehr wahrscheinlich nicht in die Vergangenheit reisen. Ich habe noch so einen kleinen Film zu schwarzen Löchern rausgesucht. Da sieht man ganz gut, wie das mit der Schwerkraft funktioniert. Laut Einstein kann man sich die Raumzeit als eine Art flache Ebene vorstellen. So ähnlich wie ein riesiges Trampolin. Eine Masse verändert diese Ebene. Das Trampolin wird nach unten durchgebogen. Je größer die Masse ist, umso tiefer ist die Delle. Eine besonders große Masse haben schwarze Löcher. Was ihnen zu nahe kommt, wird aufgesogen und verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Sterne, Planeten und sogar Licht. Daher auch der Name Schwarzes Loch. Wenn sich zwei solcher schwarzer Löcher zu nahe kommen, dann verschmelzen sie in einer gewaltigen Explosion zu einem noch größeren. Das bedeutet natürlich auch, dass schlagartig aus zwei tiefen Dellen auf unserem Raumzeit-Trampolin eine einzige noch tiefere wird. Das ganze Trampolin beginnt zu wackeln. Dieses Wackeln nennen die Physiker Gravitationswellen. Ja, also so können wir uns das vorstellen. Dieses unsichtbare Trampolin ist überall. Je schwerer man ist, desto tiefer die Delle. Zum Beispiel macht die Erde eine Delle in das Trampolin und in der Delle rollt der Mond um die Erde. Das ist Schwerkraft. Und diese Gravitationswellen hat man 2016 das erste Mal gemessen und das war dann der Beweis, dass schwarze Löcher überhaupt existieren. Vorher haben das noch so ein paar Leute bestritten. Also jetzt sind wir schon absolute Weltraumexperten und wissen, wie der Weltraum aussieht. Dass es mehrere Milliarden Galaxien gibt. Eine heißt Milchstraße, in der sind wiederum Milliarden Sterne. Eine heißt Sonne, um die dreht sich die Erde. Wenn das schon jeder Mensch auf der Welt wüsste, wäre schon viel gewonnen. Jetzt fehlt uns nur noch die Information, wie ist das Universum eigentlich entstanden und wie wird es enden. Dafür zeige ich immer diesen Rosinenkuchen. Oder eben hat mir, was heißt eigentlich Platz, ne? Kann das sein? Stuten, also überall anders, ne? Also kein Mensch weiß, wie man das nennen soll. Also dieses Gebäckstück mit Rosinen drin ist eine perfekte Metapher für das Universum. Denn wenn man so ein Stück Teig hat mit Rosinen und sehr viel Backpulver,
und das steckt man in den Ofen. Dann backt der Kuchen auf und die Rosinen bewegen sich voneinander weg. Das Universum wird immer größer und die Galaxien bewegen sich voneinander weg. Das heißt, das Universum ist der Teig und die Galaxien sind die Rosinen. Die perfekte Metapher. Und was ist das Backpulver? Warum wächst das Universum? In der Zeit? Ja, das ist schon philosophisch. Die Zeit trägt auf jeden Fall dazu bei, mit Sicherheit. Also seit es das Universum gibt, kann man schon so einen Zeitstrahl bis jetzt sehen. Also es stimmt. Aber ich glaube, ich würde nicht sagen, dass die Zeit die Antriebsfeder fürs Wachstum ist. Was war denn ganz am Anfang vom Universum? Der Urknall, genau. Also war ja keiner dabei. Ne? Das ist zumindest die Theorie im Moment. Und zwar hat man vor 100 Jahren festgestellt, der Weltraum wird immer größer. Das heißt, die allermeisten Galaxien bewegen sich voneinander weg. Und das muss ja bedeuten, wenn alles voneinander weg expandiert, dass es irgendwann auf einem gemeinsamen Punkt begonnen hat. Das ist die Urknalltheorie. Das heißt, alles, was es gibt, jedes Atom, aus dem Planeten und Sterne und wir bestehen, war mal auf einem kleinen Punkt zusammengequetscht. Es ist nichts Neues dazugekommen. Alles war von Anfang an da. Und dann der Punkt war mini klein und neben dem Punkt war nichts, denn es gab ja noch keinen Weltraum. Und aus irgendeinem Grund ist dieser Punkt explodiert. Warum, weiß kein Mensch. Dann war der Weltraum da, dann war der erstmal so groß, dann so, dann so, dann so, bis heute. Und heute ist der Weltraum ziemlich groß. Wie wird er dann wohl enden? Wird er überhaupt enden? Also manche Wissenschaftler sagen, irgendwann ist die Energie des Urknalls aufgebraucht, denn das ist immerhin schon 13,7 Milliarden Jahre her. Das Gute ist, die Zahl muss ich nie neu lernen, weil im Laufe meines Lebens wird sich diese Zeitangabe nicht verändern. 13,7 Milliarden Jahre ist der Urknall her und dann müsste ja irgendwann die Energie des Urknalls aufgebraucht sein, dann schrumpft der Weltraum wieder, bis er wieder so klein ist und dann gibt es einen neuen Urknall. War eine sehr schöne Theorie, denn demnach wird der Weltraum niemals aufhören zu existieren, es fängt immer wieder von vorne an. Dann hat man leider festgestellt, es kann nicht stimmen, denn der Weltraum wird immer schneller, immer größer. Also nichts mit Schrumpfen oder langsamer wachsen, er wird immer größer. Deswegen geht man jetzt davon aus, dass der Weltraum irgendwann mal platzt. Das nennt man der große Riss. Das ist jetzt die zweite Hiobsbotschaft dieser Führung. Nicht nur wird die Sonne die Erde vernichten, der gesamte Weltraum wird kaputt gehen. Das ist natürlich traurig. Ich weiß gar nicht, wann das passieren wird, nur in Ewigkeiten. Also da muss man sich keine großen Sorgen machen. Aber interessant darüber nachzudenken ist es trotzdem. Weil wenn der Weltraum kaputt geht, dann geht der Raum kaputt und die Zeit kaputt. Also die Zeit hört auf zu vergehen, dann ist alles vorbei. Dann würde man sagen, dann ist nichts. Jetzt geht die Astrophysik in die Philosophie über. Das ist meine philosophische Folie für das Thema Nichts. Was ist nichts? Das ist unvorstellbar. Unvorstellbar? Das trifft es wahrscheinlich am ehesten. Ne? Viele Leute sagen dann, nichts, nichts ist nichts, aber hilft uns nicht. Ne? Manche Leute können sich auch nicht damit anfreunden, dass dann nichts ist. Sie sagen, es gibt gar nicht nur ein Universum, es gibt mehrere. Es wäre ein Multiversum. Wenn eins kaputt geht, egal, kommen andere nach. Das hat schon was für sich, ne? Wenn man bedenkt, dass man ganz früher dachte, es gibt nur eine Sonne. Da hat man gemerkt, oh, alle Sterne sind Sonnen. Es gibt nur eine Erde. Oh nein, es gibt Milliarden Planeten. Und viele davon sind wie die Erde. Es gibt Milliarden Galaxien. Dann kann es ja auch Milliarden Universen geben. Das wäre irgendwie schlüssig. Es hilft uns nur nicht bei der Frage, was kommt hinter dem letzten Universum. So gesehen ist das alles nur eine Verlagerung des Problems. Deswegen gibt es auch schon echt abgedrehte Theorien. Zum Beispiel Elon Musk, das ist ja so ein Multimilliardär, der hat auch diese Firma SpaceX gegründet und Tesla. Der behauptet steif und fest, wir leben in einer Simulation. Also er sagt, das hier ist wie ein PC-Spiel. Ein sehr gutes PC-Spiel offensichtlich, ne? Aber es ist ein PC-Spiel, sagt er. Es ist alles simuliert, denn die Naturgesetze, es ist doch seltsam, dass die Naturgesetze so sind, wie sie sind. Man kann sie zwar erklären, aber dass sie so sind, wie sie sind, ist doch komisch. Wie Super Mario, der nur so hoch springen kann, wie die Programmierer ihm erlauben. Aber da dieser Theorie würde ich mich nicht anschließen wollen. Ich kann es auch nicht ausschließen, ne? Keiner weiß es. Und warum ist der Weltraum überhaupt entstanden? Was würdet ihr da sagen? Einfach so, aus Jux. Kurzschluss, ne, könnte sein, ja, versehen vielleicht. Die katholische Kirche hat schon 1963 die Urknalltheorie anerkannt, weil die gesagt haben, das ist doch der Gottesbeweis, warum sollte das Universum aus dem Nichts entstehen ohne Gott? Aber so richtig überzeugend ist es auch nicht, denn dann verlagert man die Frage ja wieder nur eine Ebene davor, wie ist Gott entstanden? Wenn Gott schon immer da war, kann auch das Universum schon immer da gewesen sein. Also es hilft uns alles nicht weiter. Ich zitiere mal Mark Twain. Er hat gesagt, ich habe keine Angst vor dem Nichts, denn vor meiner Geburt war ja auch schon Millionen Jahre lang nichts.
außer man ist Buddhist, ne, da wird man immer wieder geboren, dann erlebt man diese ganzen schlimmen Dinge auch noch mit. Also so cool ist es wahrscheinlich nicht. Okay, also jetzt wissen wir wirklich fast alles Wichtige über den Weltraum. Ich hoffe, das waren nicht zu viele astrophysikalische Fakten. Wir werden uns jetzt gleich dem entspannenden Sternenhimmel widmen. Dafür könnt ihr diesen Raum hier verlassen, aus der Tür gehen und rechts die Treppe runtergehen.